So, also wir sind wieder auf der Kampagnenkarte. Ja, ich habe das Ding jetzt hier mal ausgeraubt und denke mal, ist eigentlich ganz ordentlich. Man, je nachdem, wo der jetzt hingeht, der wird ja wohl jetzt nicht sofort nach Karagiren gehen wollen, oder? Ich weiß es nicht. Na naja, gut, wir können ja das Ding mal ausbauen, warum nicht? Ich habe sie jetzt mal ins Landesinnere zurückgezogen. Ist, glaube ich, ein bisschen sicherer für sie, damit sie sich erholen kann, ne? Hier. Ja. Es ist leider das legendäre Regiment und einmal Kavallerie draufgegangen. Die Infanterie ist noch intakt. Das ist ganz wichtig. Der Rest ist auch eigentlich soweit okay. Und ansonsten, ja, hier haben wir eigentlich nichts weiter. Ja gut, wir können... Ach so, wir könnten hier natürlich noch eine Mauer bauen. Aber ne, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich würde sagen, wir weisen jetzt nochmal Fähigkeitspunkte zu. Melissa Gans, die Vampir-Lady. Ja, die braucht auf jeden Fall noch was. Unsterblichkeit kann sie erst ab Rang 20 kriegen. Okay, gut, schade, schade. Dann kriegt sie erstmal Schutz, mehr Rüstung. Das ist ganz wichtig. Und dann gehen wir noch auf die Diplo. Gehen wir mal nach Gesinnung. Wer mag uns denn am meisten? Na gut, hätte er sein können. Kriegskoordination. Oh ja. Ah, ich habe gesagt, ihr sollt euch das holen hier, ne? Ja, sehr gut. Okay. Harganeth. Okay, was ist das Kriegskoordinationsziel gewesen? Der Schrein des Kaine. Ah! Wie sie... Ich wollte jetzt mal gucken, wie die aussieht, die Alte. Hier, da. Ja, hallo. Oder das ist doch hier, Harganeth. Aha. Cooles Wappen übrigens, wie ich finde. Okay. Ah, du hattest das Ziel, ne? Ja, gut, ja, Schrein des Kaine. Wie gut ist denn das gesichert? Da wirst du mit der Armee... Da wirst du mit der Armee vermutlich nicht durchkommen. Naja. Vielleicht kann man ihr noch unter die Arme greifen bei Gelegenheit. Die erwachten. Witz. Dann gib mir mal lieber Geld, wenn du Geld übrig hast. Naja, hätte ja sein können. Verbessert sich auf jeden Fall weiter. Was ist mit euch? Ach, ihr habt gar kein Koordinationsziel mehr. Holt euch doch den Varenka-Hügel. Schade. Khemri. Wie schaut's aus? Hui! Hui, ein Schutzbündnis. Na, das würde ich doch sagen, nehmen wir doch gleich mal mit. Wenn ihr mir noch ein bisschen Geld mitgeben würdet, wäre es natürlich schön. Aber okay, ist wahrscheinlich eher nicht so. Was ist hier? Ja, gut, okay. Vielleicht nicht 1000, sagen wir mal von mir aus. Was nehmen wir mit? Sagen wir mal 800. Wäre das eine Idee? Na, also. Ein Schutzbündnis. Und damit haben wir die jetzt auch in unserer Allianz drinne. Kriegskoordination. Oh ja, die würde ich gerne ein wenig in Anspruch nehmen, sage ich jetzt mal. Das ist doch was. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus, Khemri. Sehr gut, damit haben wir jetzt mit denen ein Schutzbündnis. Das ist schön. Und ihr habt uns ganz gerne. Auch kein Handelsabkommen? Mano, schade. Okay, was ist mit Talsin? Wir sind neutral, okay. Na, okay, vergiss es. Nagarond. Nix, okay. Trollschädel, das ist wurscht. Okay, also ab da brauchen wir eh nicht mehr nachfragen. Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt alle Mittel ausgeschöpft. Was können wir noch mal? Ach Gott, in Altdorf können wir noch was machen. Du liebe Zeit, ist da noch viel Platz. Ja gut. Ich wollte mal bei Gelegenheit dann hier hier was ausbauen, ne? Naja gut, das müssen wir mal sehen. Wir beenden mal die Runde und gucken mal, was Thorgrim Grollbart jetzt so treibt. Ah, hier haben wir noch unseren Nekromanten, der am Rumlaufen ist. Das ist auch nicht so schlecht.
Entschuldigt bitte. Hab mich verschluckt. Na, gleich mal ein Schlückchen trinken dagegen. Bin ja gespannt, was die Hochelfen dagegen jetzt so machen. Die haben jetzt einen ganz... die haben jetzt hier Alistar, den weißen Löwen, verloren. Das ist schon bedrohlich für die jetzt. Ich meine, der kommt ja wieder, aber trotzdem. So, Clan Ishin. Mal gucken, ob wir mit denen dauerhaft was machen können. Die erwarten... Wir haben jetzt eine Menge Freunde mittlerweile. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, das ist definitiv wert. Aha, Garnison angreifen. Okay. Die Weltenwandler. Solange die sich ruhig gegenüber mir verhalten, das ist mir auch egal. Ganz ehrlich, das juckt mich da null. Der Züchterclan latscht erstmal wieder durch unser Gebiet. Danke. Schwierig, schwierig. Okay. Ach, da wird immer noch geplündert. Ein Zeitalter des Friedens. Nachdem der letzten Chaoskriegern kreischend der letzte Atem entrissen wird, senkt sich eine schauerliche Grabesstille über die Welt. Gebrochene Leichen bedecken das Schlachtfeld. Ihre vergeblichen Kämpfe sind nun beendet. Ey, jetzt hat mich der mitten im Textlesen abgebrochen. Was soll der Scheiß? Hier, so. Nur der Tod geht hier als Sieger hervor. Die Stille ist durchbrochen. Ein eisiger Wind erhebt sich, schwer vom Makel des ewigen Grabes, und streift über die einstmals so stolzen Banner, die nur nichts mehr sind als Fetzen im schlammigen Schlachtfeld. Die Federn der Todesgeier zittern im grausigen Winde, während sich die widerlichen Vögel an den Leichen der Gefallenen gütlich tun. So ist der Weg der Welt. Große Kommandanten, hochmütig geworden durch die Stärke ihrer Waffen, kämpften ohne Unterlass um Herrschaft und Dominanz. Doch längst vergaßen sie, dass der Tod in seiner unermesslichen Geduld durch seine kalte Gnadenlosigkeit einst alles Leben verschlingen wird. Viele blicken sehnsuchtsvoll einer goldenen Zukunft entgegen. Doch es gibt auch solche, die den ersten Schlag ausführen und erobern möchten. Der Schild der Zivilisation, welcher vormals den Todesstoß des Chaos abwehrte, ist nun schwer und unhandlich geworden. Jene, die ihn als Erster beiseite werfen, könnten am schnellsten die Schwerter zücken und ein Messer in den Rücken, erweist sich stets als gute Versicherung. Kameraden, die Schulter an Schulter auf dem Schlachtfeld standen, treten nun auseinander und beäugen einander missgünstig. Bündnisse zerfallen und wieder einmal ziehen dunkle Wolken auf. Okay. Dann will ich hoffen, dass das nicht für uns gilt, weil wir waren ja von Anfang an kein Teil des Schildes der Zivilisation. Master of Unlight. Destroy them. Ja gut, das ist ja nichts, das sind ja nur Zombies. Das ging ja problemlos. Komm, bringen wir sie alle um. Ja, was machen wir denn da? Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so blöd wäre, wenn ich diese Siedlungen trotzdem irgendwie... wahrscheinlich sind die deswegen auch hier unterwegs, ne? Ist halt nicht so ganz einfach hier. Warte mal, ja komm. Bauen wir erstmal das hier aus, dann bauen wir hier einen Leichenzaun hin. So, hier war doch noch was. So, dann stell dich mal dazu. Hier könnte man nochmal theoretisch besseres Zeug holen, aber nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. All shall know me and tremble. Vlad von Karstein. Ja, nicht du, der andere. So. Guck mal an, da müssen wir jetzt sogar gar nicht selber machen. Das können wir so machen. Also, wunderbar, klappt. Ja, nochmal Kohle hier, nice. Oh, Geld, Geld und vor allem gibt's hier Gold. Provinz gesichert. Ach, das ist eine eigene Provinz, okay. Rippengrad, ach so. Ah ja, stimmt. Düsterberg bauen wir mal aus. Nice, Alter, nice. Das klappt ja jetzt hier auch mit dem Gold. Das freut mich sehr.
Das freut mich gewaltig. Dann können wir doch hier auch gleich einmal so einen Geisterzaun machen. Genau. Ganz richtig. Hier bauen wir... Warte mal. Ach komm. Wir bauen hier nochmal aus. Und... Krugenheim. Was können wir sonst machen? Kappelburg, Krugenheim, Kemper. Talapheim. Komm, da bauen wir mal Talapheim aus. Zack. Und... So, wie sieht's denn aus? Wo ist denn jetzt Thorgrim, der alte Grollbart, hin? Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Warte mal, was ist, wenn du den... keine Chance. Gut, dann geh mal da durch. Wo ist Thorgrim Grollbart jetzt hin? Naja, gut. Ist mir egal. Was kannst du in Avernheim denn machen? Ja, du könntest mal jetzt hier... Oh, warte mal. Ah, du könntest hier so ein Ding reinmachen. Ja, bin gerade am Überlegen. Würde ich sogar sagen, bau mal da hier so einen unheimlichen Hain hin. In Wurtbad können wir erstmal das ausbauen, ganz richtig. Genau. Was ist jetzt hier mit Manni? Ja, Manni prügelt die Korruption weiter hoch. Aber eigentlich will und kann ich es mir nicht so unbedingt leisten, den da so rumstehen zu lassen, oder? Oder was haben wir hier noch? Bronzefestung. Ah, da könnten wir... Ah, da wird noch gebaut. Da könnten wir theoretisch demnächst auch noch was machen. Jetzt schauen wir mal hier Folgendes. Ja, Tote. Gibt es hier irgendwo berühmte Schlachtfelder, wo ich mir noch was herholen könnte, rein theoretisch? Wenn du jetzt mal dahin gehst, nur mal angenommen. Nee. Dann hol dir mal das hier. Dann hol dir mal das hier. Zack. Ripp. Und... Na also. Und damit haben wir auch noch eine Provinz gesichert. Und da würde ich doch mal sagen, verbreiten wir doch mal den Schrecken, oder? Ja. Klingt doch... Weißt du, weil dann können wir hier mal mit dem Roten Herzog so ein bisschen rumraiden. Das ist auch ganz gut, weil je mehr wir das machen, desto mehr halten wir die Hochelfen auch von unserer eigenen Küste ab. Das ist ganz, ganz clever, glaube ich. Wir können jetzt außerdem mal, glaube ich, einen neuen Kommandanten rekrutieren. Sind wir mal ganz ehrlich. Gucken wir mal hier, was... haben wir irgendwo eine Vampirgruft? Oh, jetzt haben wir hier wieder... Problemska. Man muss immer so ein bisschen gucken. Ich glaube tatsächlich, Schloss Drakenhof wäre noch am besten aufgestellt, oder? Irgendwie habe ich bis jetzt noch keine Vampirgruft gebaut. Kann das sein? Nee, sieht mir nicht danach aus. Was können wir in Krugenheim bauen? Ein Galgen. Ja. Gut, dann gehen wir mal nach Schloss Drakenhof. Rekrutieren wir mal den neuen. Obwohl, das Ding ist halt, ich brauche halt so schnell wie es geht hier einen Kommandanten. Im, hier in der Gegend. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich mit Manfred die lange Reise auf mich nehme. Da quasi einmal. Das könnte ich schon machen. Wie viele Runden brauchst du, bis du da... Bis du hier bist? Ja, das dauert ziemlich lange, aber... Weißt du was, ich mach's jetzt trotzdem mal mit Manfred. Manfred soll sich beeilen, damit er da möglichst schnell drüben ist. Meint, er hat ja auch eine ganz anständige Armee. Gut. Dann könnte ich doch eigentlich hier irgendwo in der Gegend mir jetzt mal einen Kommandanten rekrutieren. Die Frage ist halt nur, was für einen... Ach komm, egal. Ich rekrutiere mir trotzdem hier einen in der Gegend, einfach nur, damit ich den dann hochziehen kann. Das ist auch okay. So, wen nehmen wir denn da? Erhöht sich um 6500. Okay, wir wären dann leicht im Minus. Aber naja, das können wir eigentlich noch leisten.
Obwohl, nee, wir nehmen noch einmal, nehmen wir noch diese ganze, dieses ganze Einkommen, nehmen wir alles noch mit. Isabella, was ist mit dir? Könntest dir Gespenster holen, theoretisch. Als Kavallerieersatz eigentlich gar keine so blöde Idee. Haben wir hier irgendwo noch ein Schlachtfeld, ein bedeutsames? In Pfeildorf hätten wir, glaube ich, noch eins. Ja, hätten wir noch. Supi. Sensenreiter könntest du dir theoretisch holen, hast aber nicht genug Geld. Okay, warte mal. Schnorren wir uns doch wieder einmal durch die gesamte Diplomatie. Ja, ja. Offenbar auch eine sehr arme Queen. Schade. Hätte ja sein können. Akademie der Pyrotechnik. Nee, Kemri. Auch nicht. Schade. Oh. Das ist gut. Warte mal, dann machen wir erstmal nicht Angriffspakt, Handelsabkommen, militärischer Zug. Das geht jetzt auf einmal alles. Ich frage jetzt nur, ob er mir noch ein bisschen Geld geben würde dafür. Das wäre sogar hoch. Hoch? Lol. Okay, das wäre moderat. Okay, Toddinge sind gute Verbündete, Alliierte fürs Geld. Ja, awesome, Alter. Das ist gewaltig. Das würde uns natürlich jetzt bei Talsin enorme Abzüge geben. Ja, ja, das verschlechtert sich gewaltig. Ja, ja, ist gut. Soll mir aber egal sein. Ganz ehrlich, das Handelsabkommen, guck dich das an. Das ist definitiv wert. Gut, hol dir mal die hier. Und hol dir nochmal Ersatz. Obwohl, Gespenster sind eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, sind halb panzerbrechend. Oder du nimmst halt nochmal Ritter, ja. Ach komm. Du sollst eine einigermaßen schlagkräftige Kavallerie haben. Du setzt dich mal in Steingard rein. Das ist ja super, das läuft ja jetzt richtig gut. Also ich bewage ja kaum zu hoffen, dass es so bleibt, aber bis jetzt... Also, we are riding high, wie man so schön sagt. Oh, Nagarond, Alter, mit den Hochelfen geht's ja richtig bergab. Klar, die werden jetzt an allen Fronten gecrushed hier. Sehr geil. Bin gerade im Überlegen, Emanuele Posener kriegt noch einen Punkt. Jawohl. Dann kriegst du noch, hier dieses Gedankenskalpell, kannst du ruhig mal nehmen. Der rote Herzog, ja. Dem geben wir jetzt mal hier solche Geschichten. Melchior von Falkenstein, der Nekromant dazu. Ja. Ach komm, Fluch der Jahre kann er kriegen. Nikola Hellnich, ach Gott, meine Banshee. Die Banshee, machen wir mal Spezialist. Hellmann Gorst. Ja, du kriegst auch noch was. Frage ist nur, was geben wir ihm jetzt als erstes? Unnatürlicher Widerstand. Okay, mehr Rüstung. Was ist das magische Animus? Das ist eine Fähigkeit. Okay. Ich denke mir jetzt halt erst einmal trotz allem, ich möchte mit dem auf jeden Fall auch bis zum Blitzschlag kommen. Blitzschlag möchte ich eigentlich bei allen Kommandanten haben. Das ist für mich so ein bisschen Pflichtprogramm. Warte mal, hier zum Hochprügeln der Korruption noch so ein Hexenfeuerbrenner und Schrecken verbreiten. So. Wie weit geht denn diese Provinzgrenze hier? Okay. Wie gesagt, wir fräsen uns da quasi einmal durch. Das ist schon okay. Ah,
Mein Nekromant ist wieder mal auf langer Fahrt, auf großer Fahrt. Also wir sind ordentlich dabei. Handelsattaché habe ich gerade als Errungenschaft bekommen, okay? Wahrscheinlich haben sie so und so viele Handelsabkommen gleichzeitig oder so. Aber das ist cool. Mach ich gerne. Finde ich super. Das ist, also, wirklich reich werde ich ja eigentlich normalerweise mit keiner Fraktion, so irgendwie. Also gerade bei den Untoten hast du so viel Anlass, Kohle rauszudrücken. Aber bis jetzt, so finanziell, ist noch einigermaßen im Rahmen. Wenn ich überlege, wie sehr wir am Anfang Probleme hatten, Geld zu kriegen. Ja, wenn du halt mal die ganzen reichen Menschenländer hast, dann ist das schon sehr gut. Müssen wir jetzt halt auch mal schauen. Ah, Karak Girn wird belagert. Okay. Okay. Ja gut, irgendwo musste der Thorgrim ja hin. Okay. Okay, das wird belagert. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du definitiv vergessen. Ah, okay, wenn du dich beeilst, kannst du schon diesen Zug dorthin kommen. Naja, aber andererseits... Obwohl, doch... Der will jetzt halt nur erst einmal Belagerungsgeräte wahrscheinlich bauen. Obwohl, dann kriegt sie Verschleiß und das senkt ihre Chancen wiederum. Obwohl, warte mal. Was hat der Gegner denn da? Ja, oh, Hammerträger, ziemlich dolle. Hammerträger, Mann, immer Aua. Man braucht fast gar nicht mal so viele Fluchritter, gell? Hauen wir mal raus. Geben dir stattdessen mal Gespenster. Ich hab halt nur Schiss, dass der im nächsten Zug gleich Verstärkung dazu holt. Ach so, nee, Quatsch, sie kriegt da gar keinen Verschleiß. Das ist ja ihr Territorium, ich bin ja doof. Was wäre jetzt, wenn wir da einen Ausfall machen würden? Oh, das wäre keine gute Idee. Ja, dann lehnen wir mal einen Angriff ab. Na gut, okay, das dauert also noch. Dann, oh! Was ist das denn hier? Der billige Eisenhammer. Sag mal. Okay. Kleine Planänderung, Vlad. Du guckst mal, dass du dich jetzt mal beeilst. Und du, ja, ist die Frage, wo du hingehst, ne? Du wühlst dich halt da mal einmal durchs Niemandsland, würde ich sagen. Und guckst mal, dass du da vielleicht bis zu den Säulen des Grungi oder so kommst. Das ist schon okay. Manfred war da oben, gell? Ja. Alter Falter, braucht der... Nee, der braucht viel zu lange. Nee, das war eine blöde Idee. Aber andererseits, der hat so eine gute Truppe, die will ich jetzt auch nicht einfach nutzlos rumstehen. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh. Die belagern hier. Warte mal, hier war doch irgendwo, hier gab es doch irgendwo ein tolles Schlachtfeld, ne? Gut, dann fährst du mal darüber. Ah, du kannst hier ausbauen. Ja gut, warum nicht?
In Kennel kann man hier noch ausbauen. Das heißt übrigens Kennel, ich sage immer Quellenes oder was ich immer gesagt habe. Das ist leider nicht ganz richtig. Was macht Orion da bitte? Ach so, der will sich hier kloppen mit den Weltenwandlern, verstehe. Na, der kommt auch nicht durch die Grenzstadt so einfach durch. Der muss auf jeden Fall belagern. Bin am Überlegen, wenn ich in Schloss Drakenhof jetzt noch einen Kommandanten ausbilden würde. Und das könnte ich mir gerade nicht leisten. Verdammt, warte mal. Guck mal gerade mal, ob wir noch nach Gesinnung sortieren hier. Nein, so rum. What? Ihr könnt hier nicht treiben. Was? Eine Route? Ach so, klar, geht nicht. Die liegen ja mitten im Kriegsgebiet. Dark days indeed, when vampires come to pay social... I refuse. Züchterclan. Clan Eschen, was ist mit euch? Warum verschlechtert sich unsere Beziehung? Weil wir mit Kemrien Abkommen haben, okay. You have words to say. We have snitch cannot. Schade. Was hier noch? Nagarond. Warum verschlechtern sich unsere Beziehungen? Ach so, naja gut. What brings you before the Lord of the... Naja, okay. Wir müssen uns mal wieder durchschnorren. Danke. Ich hoffe, ich habe denen gerade nicht Geld gegeben. So, dankeschön. Kemrie. Krieg beitreten gegen Estalia. Mein rein theoretisch, warum nicht, wenn ihr mir dafür ein Bündnis gebt? Na also, geht doch. Siehste. Also, was ist da noch hier mit Talsin? What the fuck? Warum hasst ihr uns jetzt auf einmal so? Wegen einem Züchterclan oder was? Naja, gut, von mir aus. Soll mir egal sein, prinzipiell. Können wir beim Züchterclan noch mehr machen? Okay, gut, ja, dann egal. So, Kommandant. Ah, dich habe ich noch gar nicht bewegt. Kann ich das hier mir natürlich, ja, könnte ich mir theoretisch holen. Ruinen durchsuchen, na gut, machen wir mal. Schema der Alten. Die Alten haben auf der gesamten Welt Schätze verteilt, um zu verhindern, dass diese Macht in falsche Hände fällt, bla bla bla. Während der Jahrtausende und so weiter. Um den Schatz in die Finger zu bekommen, müsst ihr das Rätsel lösen. Einsamkeit ist immer erwünscht. Hä? Einsamkeit ist immer erwünscht. Ah, warte mal. Wahrscheinlich das Zeichen, welches bis jetzt nur einmal vorgekommen ist, oder? Ah ne, warte mal. Das hier kommt zweimal vor, das hier kommt zweimal vor, das kommt zweimal vor, das kommt zweimal vor. Dann bleibt ja nur noch das hier übrig, ne? Ja, oder? Oder bezieht sich's auf die Farben? Bezieht es sich auf die Farben? Ich glaube, tatsächlich bezieht sich's auf die Farben, würde ich sagen, weil der Rest kommt mehrfach vor. Scheiße. Schade. Ah, habe ich wieder misplayed. Blöd. Wahrscheinlich wäre das andere richtig gewesen. So ein Mist. Okay. Na gut. So. Dann, gut, da können wir ja nicht mehr sehr viel machen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Runde und gehen zur nächsten über. Ah, natürlich, der Nekromant. Der dient in gewisser Weise jetzt auch als Scout, um mal zu sehen, was da noch so an Befestigung oder möglichen Problematiken steht. Aber das sollte ja kein großes Thema sein. Ah, die Banshee, die
Habe ich ganz vergessen zu bewegen. Ja, Teine kriegt ziemlich auf die Fresse, also von allen möglichen Völkern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich schön. Ach Gott, und draußen ist hier wieder Party. Ich mach mal hier kurz hier Fenster zu. Ah, so. Ja. Ist natürlich immer so eine Sache. Mit diesen ganzen Abkommen. Was dem einen gefällt, missfällt dem anderen halt wieder. Wir können nicht mit allen gut Freund sein, das ist klar. Kleine Shin. Ja, mögen uns immer noch die Erwachten. Die Flotte der Verdammten mag uns natürlich. Khemri mag uns ganz, ganz doll. Endlich habe ich mal dieses, endlich mal dieses Bündnis. Das hat mich ja wieder richtig viel Mühe gekostet. Okay, die verpissen sich. Warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz. Warum tauchen die erst bei mir auf, um sich dann wieder zu verpieseln? Ich verstehe es nicht, aber soll mich nicht weiter kümmern. Der Züchterclan latscht hier in der Gegend rum. Okay. Zauber des Nagash. Oh. Okay. Im Ödland. Ach so, natürlich mal wieder hier, wo auch sonst. Gut, Moment. Oh, du könntest dir noch mal was Besseres holen. Das ist natürlich sehr schön. Wie gesagt, wir sind hier gegen Zwerge unterwegs. Gegen Zwerge brauchen wir Panzerbrechend und noch mal Panzerbrechend. Deswegen würde ich fast sagen, ich weiß, die sind sogar relativ erfahren, aber wir schmeißen die raus. Können wir uns eh leisten. Zack. So, das ist jetzt mal eine richtig heftige Truppe. Was ist jetzt hier wieder los? Verschleiß, Helmangorst, Zauber des Nagash. Wo haben wir den Lauerer entdeckt? Ach, da unten! Okay. König Armose. Okay. Interessant, interessant. Was ist hier los? König Djeduf. Also ich muss ja sagen, ich finde die Gruftkönige tatsächlich sehr faszinierend. Ich muss ja sagen, das DLC habe ich mir damals jetzt nicht geholt gehabt. Ich warte mal, bis es mal wieder im Angebot ist, dann hole ich mir das, glaube ich. Weil die sind wirklich interessant. Und interessant ist bei denen auch, Einheiten kosten nichts. Auch keinen Unterhalt oder so. Nur die Anzahl der Kommandanten, die sie mit sich führen können, ist begrenzt. Aber so spät im Game, glaube ich, sind die richtig, richtig übel. So, was können wir hier machen? Steingard. Ach komm. Machen wir ruhig hier nochmal so einen Hexenfeuerbrenner. Vlad, du gehst mal hier runter. So. Kriegst gerade noch keinen Verschleiß. Ab dann werden wir jetzt uns einfach in Plünderstellung hier durchs Land bewegen. Das sollte kein Problem sein. Gut. Düsterberg haben wir natürlich demnächst dann irgendwelche Rebellionen und so weiter an der Backe. Du hier. Dark magic is mine to command. I go. Kolonisieren. Komm. Jawohl. My cruelty knows no limits. Na, das ist okay. Ah, jetzt haben wir keine Kohle. Haben wir ja gerade dafür rausgehauen. Naja, was soll's. Gut. Dann, was wollten wir noch machen? Ach so, richtig. Ja, erst einmal hier den Thorgrim vertreiben, nicht? Okay, warum sollen die Chancen jetzt so schlecht sein? Ich meine, das ist ein Hügel, okay. Okay, Gelände ist hügelig. Was ist jetzt das Problem? Gut, der hat massiv überlegene Infanterie. Also gut, obwohl wir haben auch nur Panzerbrechendes dabei. Das sollte also noch im Rahmen des Möglichen sein. Das tut weh. Das müssen wir wegkriegen. Aber ich glaube, wir sollten durchaus in der Lage sein, das zu machen. Ja, ich mache mal schnell speichern wieder. So, gespeichert ist.
Ich meine, wir kriegen Verstärkungen hier von der Siedlungsgarnison. Zugegeben, das ist natürlich gegen Panzerung alles denkbar kacke, aber trotzdem, Kleinvieh macht auch Mist. Also, würde ich sagen, hauen wir mal rein.